Sie kannten sich. Und dieser mechanische Arm? Warum hat er uns nicht gesagt, dass er so etwas kann? Da! Die Heldin, die uns in Salesche gerettet hat! Ich... die Dorfbewohner sehen das nicht so. Wovon redest du? Ein Landei mit einem Bären hat euch gerettet? Ich suche meinen Vater. Er wurde entführt von einem Colonel Zubov. Sie ist Onkel Lechs Nichte. Sie hat den Widerstand organisiert und das Schlimmste verhindert. Tut mir leid, Kleine. Aber wenn dein Vater von Colonel Zubov gefangen wurde, bringen sie ihn zusammen mit unseren Leuten weg. Hier. Hier sind wir. Und hier ist der Bahnhof. Schwer bewacht. Die haben gestern viele von uns erwischt. Man hält sie am Bahnhof gefangen. Und auch hier und hier. Wenn man sie erst fortbringt, sehen wir sie nie wieder. Also gut. Wollen wir? Wollen wir was? Meinen Vater und eure Leute befreien, bevor sie weg sind. Du willst dich mit Zubov anlegen? Nein. Aber ich will meinen Vater retten. Den Mut hat sie von ihrem Onkel. Ich will auch nicht nur rumsitzen. Los! Neues Primärziel erhalten. Sehr konkreter Ziel. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iron Harvest. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt so, wie ich es geplant habe, zusammengeschnitten. Weil dann geht es nämlich darum, dass jetzt eine neue Folge anfängt, weil jetzt ist eine neue Mission und die alte ging eh schon zu lang. Ja. Hallo und herzlich willkommen. Ach nee, das hatte ich schon. Ja, ich hatte eine kurze Pause zwischendurch gemacht. Wie kann ich helfen? Indem du mir meine gescheiten Truppen wiedergibst. Geht halt ein bisschen. Das ist so eine Sache, weil zum Beispiel das geht halt schneller. Okay, ich würde sagen, wir laufen von da nach da. Und dann nach da. Wie geht's weiter? Oder? Komm, lauf erstmal hier hin. Dann mal los. Ich glaube, es ist nämlich näher. Ist das euer Ernst? Das Mädchen gibt jetzt die Befehle? Klappe. Sie weiß, was sie tut. Hoffentlich. Hoffentlich. Ach, hoffentlich wärmt mich das wieder etwas auf. Ist dir kalt? Ha. Zu Hause nennen wir sowas eine laue Nacht. Einsatzbereit! Tja, da hat sich wohl zu sehr an das polonische Wetter gewöhnt, ne? Und zwar eine Menge. Da drüben haben wir Deckung. Ja, ich mach mich auf den Weg. Befehle? Vorsicht! Wie ich hab da weiter? Drüben einen gesehen. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Glaube ich, am meisten Leben, oder? Nee, stimmt gar nicht. Der hat echt wenig Leben. Beschuss! Geht nicht anders! Lasst uns welche übrig! Ich weiß gar nicht, wie das jetzt im Verlauf der Story noch alles wird. Ich werde angegriffen! Das passiert im Krieg. Du bist jetzt offiziell Widerstandskämpfer. Was brauchen Sie? Kann das sein, dass die sich gegenseitig heilen? Ich habe keine Ahnung. Hier sind mehrere Feinde! Ja? Bereit! Wir suchen uns Deckung! Los! Haltet durch! Die schießen auf uns! Hat jemand Granaten bestellt? Das wollte ich nicht. Die hauen! Die hauen! Reißt! Ja genau, die haben ja Flint. Ich hätte nicht so weit kommen müssen. Ich höre! Ich gehe besser in Deckung! Grenadiere stehen bereit! Wir gehen in Niemand da! Sucht weiter! Die können überall sein! Upp. Alle leicht angeschlagen. Bereiten oder hart angeschlagen schon wieder. Ja, also angeschlagen. Raus damit! Ja? Ich glaube, du kannst. All diese Zerstörung. Genau. Das ist gar nichts. Ich war in Städten, wo ganze Blocks in Trümmern lagen. Wegen der Max. Die größeren können mitten durch ein Haus laufen. Das ist auch schon wieder. Gegner! Und zwar eine Menge! Was?
Nein. Ja, ui, Antitanker. Was brauchen Würde ich Sie? Haben. Okay, nein. Deckung kann nie schaden. Ich glaube, der ist leicht gepanzert, aber trotzdem. Der verwüstet halt unsere Infanterie recht gut. Das will ich aktuell noch nicht. Ich möchte erstmal gucken, was wir hier unten haben. Kann das? Wer ist ein braver Bär? Bär, die Bär ist ein braver Bär. Ich würde lieber von hier unten ein... Warte mal. Aha, gehen wir! Ich will wissen, was wir da in der Kiste haben. Ich hoffe, Antitanker. Auch wenn das unsere Infanteriekampfkraft schmälert. Werkzeug. Was sollen wir denn damit? Werkzeug und Minen. Das klingt schon besser. Pioniere. Das Blöde ist an Pionieren. Du bist einfach der Beste, Wojtek. Machen wir uns an die Arbeit. Wird schon. Das Blöde an Minen ist gerade. Also nicht an Minen, sondern an Pionieren ist gerade. Polanias Beste stehen bereit. Wir können jederzeit loslegen. Ja, die haben halt nur Revolver. Wir sind im Handumdrehen da. Da Minen. Legt mal eine Mine. Vergesst nicht, dass. Vorsicht! Max patrouillieren die Straße. Gegen die brauchen wir schwere Waffen. Ich hoffe, ihr seid schnell genug, bevor der gleich wieder ankommt. Ich weiß nicht, wie hoch die Zerstörungskraft von so einer Mine ist. Da ich macht langsam mal zwei hin. Nur keine Hektik. Ich hoffe, das klappt so wie geplant. So, ja. Verstanden. Sind unterwegs. So viele Ressourcen haben wir halt nicht. Zu den Wurzeln. Gönn dir wieder bitte dein Standardgewehr. Ich weiß nicht, wie lange die hier noch rum eiern. Bereit. Wie geht's weiter? Es gibt keine Aufgabe, der polanische Schützen nicht gewachsen wäre. Wie kann ich helfen? Ach doch, da fallen mir ein paar ein. Ich will jetzt eigentlich auch nicht Ewigkeiten warten, bis die Max wiederkommen. Wer ist ein Bra? Alles klar. Was gibt's? Sieht nach einer guten Position aus. Wir suchen Was uns brauchen Deckung. Sie? Sieht nach einem sicheren Wir Ort haben aus. Gesellschaft. Wo ist denn der Mac? Da ist doch jetzt eben einer reingelatscht. Jeder Schuss zählt. Was? Alarm! Sie wollen die Gefangenen befreien. Boop. Mehrere Gegner gesichtet. Ah. Machst du Boom? Macht leicht Boom. Was ist denn das? Interessante Mine im Übrigen. Naja. Eine unserer Einheiten ist einen Rang aufgestiegen. Wie geht's weiter? Also da hätte ich mehr erwartet. Bin unterwegs. Da ist eine Pack. Und da ist eine Pack. Neue Befehle. Schnappt euch die Bereit. Granaten. Bleib unten, ja? Ich nehme sie ins Visier. Gönnt ihr die Pack sofort. Oh fuck. Raus damit. Genau wie Yannick es mir gezeigt hat. Wie lautet der Plan? Hilfe. Ach komm, mach mal weg. System wartet auf Anweisung. Zerstör den Mac? Nur so als Tipp. Wir sind bereit. Deckung. Sie haben uns im Visier. Schieß doch. Wie lautet der Plan? Kanone. Schießt du? Macht ihn. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenhaus aufgestiegen. Unter Beschuss. Die schießt nicht. Macht euch Feuer bereit. Ihr hättet in Russland bleiben sollen. Befreien wir unsere Leute. Sieg oder Tod! Na, meine Frau! Rückzug! No name is making an exit! Bleibt in Deckung! Hilfe! Alles klar! Hilfe! Wie kann ich helfen? Ich mach mich auf den Weg! Oh fuck, der Mac ist ein bisschen schneller.
Machen wir es kurz und schmerzlos. Unterwegs. Vorsicht! Oh, ja, ja. Ich glaube, Anna darf nicht sterben, oder? Okay, gut. Bin gleich da. Ich kann den Feind sehen. Wir haben es geschafft. Was habt ihr geschafft? Der Feind wird sich wahrscheinlich nicht wieder aufladen, also so ist das jetzt nicht. Das ist noch. Okay, ja? Gut. Bereit! Ausrücken! Ihr werdet euch erstmal das gönnen. Verstanden. Ich glaube, ich hätte die ganze Straße verminen sollen. Ich dachte, dass die Minen ein bisschen mehr Schaden machen. Wie kann ich helfen? Wir sehen sie! Einsatzbereit! Verstanden! Boop. Auf dem Weg! Ernsthaft, die hauen wieder ab! Oh, ja, ja, das ist... Ja? Wir haben verkackt. Das dauert. Bereit! Ich höre! Kann das echt sein? Ich mach mich auf den Weg! Wieso kriegt da irgendeiner wieder schon so ewig viel EP? Alles klar. Scheint ein bisschen buggy. Grenadiere stehen bereit. Sofort. Ist die Frage, wo sind jetzt unsere Leute? Ich glaube, ich habe auch in einem undenkbar ungünstigen Moment angegriffen. Die Basis gehört uns. Ein Hoch auf Polania! Wo habt ihr gesteckt? Und wer ist das? Ich bin Anna. Anna die Große. Freiheitskämpferin, Schützin, Bärenreiterin. Oh, in Ordnung. So, oh, in Ordnung. Upsi. Das ist, Ja? Kann passieren. Nur ein Trupp? Mhm. Einheitengruppe? Ja, ich will aber meine Einheit nicht. Ja, okay, meint ihr doch. Bereit. Die beiden können wir gruppieren. Geben Sie uns ich einfach höre. Ein Ziel. Eins. Brauchen wir gerade nicht. Ich mach mich auf den Weg. Deckung kann nie schaden. Ich weiß nicht, was da hockt. Also, okay, gucken wir uns das kurz an. Weißt du was? Du und du, ihr lauft weiter. Einsatzbereit. Du wirst dann vielleicht dich umwandeln, aber guck's mal kurz. Was brauchen Sie? Angeblich sollen ja Max die Straße patrouillieren, ne? Hier ist dein Gegner. Hallöchen. Raus damit! Der ist ja fast tot, also das ist jetzt nicht. Zack. Kanoniere, erfasse Ziel, Feindkontakt! Ich bin hier, um euch zu helfen. Wir sind bereit. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Den besten Menschen von Polania! Zack. Das sollte jeden niederstrecken. Was haben wir denn da gefunden? Bereit! Nee. Kanoniere unter Beschuss! Ich glaube nicht, dass da wirklich was. Mach ich sofort! Ja? Was Interessantes findet. Ja, das ist halt dieses Minen verlegen. Wenigstens nicht wie auf dem Präsentierteller! Wie geht's weiter? Bin gleich da. Gibt's ein Ziel? Wie kann ich helfen? Bereit. Das wird uns gute Dienste leisten. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Aber nicht, dass da noch mehr Mechs rumlaufen. Nur der eine wahrscheinlich. Auf dem Weg. Selbst wenn, wir haben jetzt Antitanker. Oder Anti-Mechs heißen sie ja. Ja? Für mich sind es immer Antitanker. Oder ja, Antitanker, weil Anti gepanzert. Hier drüben sind Gegner. Hallöchen. Was brauchen Sie? Deckung kann nie schaden. Eine Scharfschütze brauche ich. Noch mehr. Nehm jetzt eine bessere Position ein. Ich werde angegriffen. Wir gehen in Deckung. Geben Sie uns einfach ein Ziel. Ein bisschen Schutz schadet nicht. Machen Sie es kurz. Wir stehen unter Beschuss. Könnt ihr euch mal nicht entscheiden? Gib alles. Wir sind bereit gegen Sie. Jetzt oder nie. Bitte vergib mir. Unter Beschuss. Hast du so schießen gelernt? Von meinem Bruder. Ist er auch im Widerstand? Ich bin sicher, das wäre er gewesen. Alles klar! Da lebt er noch mehr? Okay. Da unten ist nur wieder Leben.
Da der Mac ja zerstört, wir laufen trotzdem noch hier unten lang. Ich möchte nämlich nie in irgendwelche vor die... Oh, okay, das könnte... Hier drüben sind Gegner! Ist? Hallöchen! Weiter! Ja, haben wir. Ja, die KI nutzt Granaten. Aber nicht sehr klug. Ich muss sagen, ich könnte auch hier bleiben. Schönes Land. Deswegen wollen die Polanier uns wohl raushaben. Vielleicht, wenn das alles vorbei ist. Ich finde es auch, also die Dialoge finde ich gerade auch sehr schön, weil die halt den Feind etwas Menschliches geben und nicht so halt als der unmenschliche Bastarde darstellen. Einsatzbereit! Aber in so einem fiktiven Szenario geht das irgendwie so sehr, sehr gut, vor allem im Ersten Weltkrieg. Bereit! Wir gehen in Deckung! Wir suchen uns Deckung! Das Praktische ist an sowas, an der geringen Sichtweite. Eine gute Position. Du kannst selber den Angriff bestimmen. Alter, haben die eine geringe Reichweite? Bereit. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Veteranenrang liegt. Kanoniere bereit. Einsatz oder einfach bereit. An der Schützengruppe. Ich weiß es nicht. Es geht nicht anders. Dann mal los. Für unsere Brüder. Lasst uns. Kann mal los. Ist halt die Frage, wer in diesem Szenario den Krieg wollte oder beziehungsweise wie der Krieg entstanden ist. Ob da auch sich irgendein Nationalist sich halt dachte, ja komm, hier den Prinzen erschieße ich mal. Oder den Thronerben, besser gesagt. Da sucht jemand nach Ärger. Ich mach mich auf gegen den Weg. Die möchte ich nicht unbedingt direkt anlaufen. Hallo. Bin gleich da. Kanonen bereit. Grenadiere stehen bereit. Alles sauber. Befehl da. Mach ich sofort. In Deckung. Ja. Schalten Sie aus. Schnell. Von unten. Machen Sie es kurz. Hat jemand Granaten bestellt? Ja, ich. Oh, Hallöchen. Wirklich praktisch. Wie lautet der Plan? Geht in Deckung. Das schafft er schon. Anna. Ja, Vorsicht! Wir sind bereit! Genau das meinte ich mit der erhöhten Position da unten. Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Wir stehen unter Beschuss! Au, 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 au. Aus da. Nein, T. Wir haben jetzt lange genug rumgesessen. Anna, komm her! Die Truppe, keine Truppe brauchen Hilfe. Schnell! Machen Sie es kurz! Hallo? Ah, der geht so überhaupt nicht gut, das missfällt mal. Nach hinten laufen. Ups. Aua, das wollte ich nochmal. Dann mal los! Raus damit! Weiter! Wir sind sogar. Jetzt können wir nämlich unseren Heim. Also dieses Mädchen ist eure Anführerin? Ja, sie ist unglaublich. Eine polanische Jeanne d'Arc, was? Weiß nicht, wer das ist. Wenn sie auch eine gute Schützin ist, dann ja. Ich glaube, die hat jetzt auch wieder ein bisschen... Ja, 800 AP. Und wohin ist sie gestartet? 300? Ja, läuft. Also, Veteranenränge lohnen sich in diesem Spiel sehr. Du kriegst zwar nicht so viele Fähigkeiten freigeschaltet, oder so viele passive Boni, wie in Company of Heroes, aber du hast halt... Einsatzbereit, sofort! Dafür hast du halt hier Leben en masse und wahrscheinlich und auch Reichweite. Sekundärziel abgeschlossen.
Wir dachten, diesmal ist es aus. Nicht, solange wir Anna und Wojtek haben. Wen? Können wir den Bahnhof jetzt einnehmen? Mehr Feuerkraft haben wir nicht. Vielleicht doch. Gibt's eine Karte? Hier hat's uns erwischt. Wir mussten unsere Max zurücklassen. Wenn sie also Waffen brauchen... Ist den Umweg vielleicht wert? Neues Sekundärziel erhalten. Was brauchen Sie? Nehmen Sie die Mechs im Norden. Ja, nett. Ich mach mich auf den Weg. Sekundärziele in diesem Spiel lohnen sich. Bin unterwegs. Lohnen sich sogar sehr. Dann mal los. Ich musste nur kurz was nachgucken. Wie geht's weiter? Zwei, vielleicht auch mehr. Hi. Wir stürmen. Wie kann ich helfen? Jeder Schuss zählt. Dann mal los. Wie viel Reichweite habt ihr? Wie lautet der Plan? Im Gegensatz zu meinen Grenadier. Würde ich gerne jetzt wissen. Ja? Wir sind bereit. Feindkontakt. Hopp. Was gibt's? Ich geh voran. So, also ihr habt ungefähr das. Und ihr habt... Wie viel mehr ist denn das? Grenadiere stehen bereit! Geht man auf einen Fleck. Ist der gleiche. Also Reichweite erhöht sich nicht. Ja? Schade. Bin unterwegs! Alles klar! Hätte ich sehr cool gefunden. Dann mal los! Tschut! Bin unterwegs! Gibt's eigentlich ein Strategiespiel mit Eisenbahnzügen? Ich meine, mich zu erinnern, war das... Oder war das alles was anderes? Da sind unsere Max! Und ein paar Russwirts. Wow. Weiter! So much Russwirt. Verlangen die nicht in die Mächte steigen. Feindliche Einheiten gesichtet! Scheiße! Okay, das ist eine gute Granate. Hallöchen. Können wir sie zusammenflicken? Pioniere könnten das. Gibt nicht viel, was ein Pionier nicht kann. Wir werden angegriffen! Ich hab sie im Visier! Raus damit! Hat jemand Granaten bestellt? Ja, wir sind ich. Bereit. Schöne Granatenlieferung. Wir sind in Kürze. Ja? Ist jetzt die Frage. Kann ja nicht so schwer sein, ihn in Gang zu setzen. Aha. Mir nach. Okay, du musst keine Truppen dafür opfern. Wir sind bereit. Aha. Naja, wenn sonst keiner Verwendung dafür hat. Sekundärziel abgeschlossen. Die haben Freunde mitgebracht. Neue Befehle für uns? Das wird helfen. Ach, Hallöchen. Wie kann ich Polania dienen? Wie schaffen wir das? Mit deinen MGs. Au. Ihr habt schon ohne mich angefangen? Ich bin noch am Leben. Aha. Nein, wir sind... Das ist, Oh, ich wollte schon sagen. Na schön. Ah, hier, Hallöchen. Schnappt euch die Schaufeln! Geben Sie uns einfach ein Ziel. Verstanden. Da können wir jetzt Pioniere sogar gebrauchen. Wir sind bereit, an die Arbeit zu gehen. Viel Spaß. Wir bringen es wieder in Schuss. Vor allem, das ist ja eigentlich ein komplett anderes Skill-Level. Und du kannst gegen mittlere... Ich habe mal gesehen, wie einer von denen hier über einen Schützengraben gesprungen ist. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Fertig. So gut wie neu. Das so, repariert den Kleinen. Nichts repariert. Weil das ist noch halt ein Kleiner, wie wir in der Vorschau ja kennen. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Neue Befehle? Ich hab was repariert. Das sollte es gewesen sein. So, wunderbar. Was brauchen Sie? Muss was erledigt werden? Ja, weißt du was? Du kommst mit. Wir haben Mechs. Ich mach mich auf den Weg.
Summ, summ. Zum Glück hört er das nie. Na? Haben Sie eine Mission für mich? Meine Waffen sind bereit. Das ist eigentlich eine sehr gute Kombi. Das ist nämlich ein Anti-Mech. Gegner in Sicht. Ist jetzt nur die Hoffnung, dass die jetzt selber keine Anti-Mech dabei haben. Wie kann ich Polania dienen? Was jetzt werden, würden wir es eigentlich gut wegkriegen. Straschnik einsatzbereit. Hallo. Gut, bleiben wir in Bewegung. Ich reiße in Stücke. Fuckchen. Was war das denn für ein Geräusch? Gibt's hier nicht für einen Zombie-Modus? Ich bin einsatzbereit. Wer ist ein braver Bär? Ich überlege gerade eher. Was brauchen Sie? Wie kann ich Polania dienen? Indem du schießt. Wir gehen in Deckung! Bereit! Wenigstens nicht wie auf dem Präsentierteller! Ich höre! Meine Waffen sind einsatzbereit! Bob, Bob, Bob. Wir hören! Mehrere Gegner nähern sich! Wo? Haben Sie eine Mission für mich? Wie kann ich Polania dienen? Die hätte ich doch locker allein einnehmen können. Ach, Hallöchen. Was brauchen Sie? Straschnik einsatzbereit! Dankeschön. Nicht nachlassen! Nein, du solltest auf den schießen, idealerweise. Du gehst von hinten ran. Neue Befehl. Da. Oh, au, 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 au. Au, 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 au. Hilfe! Das ist ja doch härter als erwartet. Ah, Frontreparatur. Das geht. Ja, ach nee. Die können dir nicht vergeben, die sind tot. Ach, der Kanacken? Oh, fuck. Wie kann ich Polania dienen? Ja. Befehle? Verstanden? Müssen. Einsatzbereit! Au, Anna. Ich glaube, das Ding macht es nicht mehr lang. Ja, mach ich sofort! Ich halte nicht mehr lange durch! Hier, so. Feindkontakt! Doch, weil also doch schweres Gerät vorhanden als erwartet. Das haben wir in 0,0 repariert. Hier. Alles klar. Vernichtet. Ja, bin unterwegs. Sollte es gewesen sein. Gönnt euch mal ein paar Ressourcen. Ach, das wird nützlich sein. Befehle? Verstanden. Gibt's ein Ziel? Einsatzbereit. Möchten wir einfach mal, dass ihr euch wir ein bisschen entdeckt. Wir suchen uns Deckung. Haben Sie ein Primärziel abgeschlossen? Der Bahnhof ist unser! Danke für die Rettung, Jungs und... Mädchen. Mein Vater! Er hat einen Metallarm. Habt ihr ihn gesehen? Rusvietische Soldaten kommen von Norden. Viele! Die wollen den Bahnhof zurück. Wir halten sie auf! Bereit machen zur Verteidigung! Okay. An die Gewehre! Legt Minen! Auf Verteidigungsposition! Schnell! Es geht gleich los! Ah, jetzt steht sie wieder. Neues Primärziel erhalten! Okay, wie viele Pioniere haben wir? Pionier, Pionier, Pionier. Gut. Sie sagen, das ist genau das Richtige gegen Panzer einhalten. Wir machen es im Handumdrehen feuerbereit! Kanone ist bereit, die Feinde Polanias zu zerschmettern. Wie kann ich helfen? Aber hier waren eindeutig noch irgendwo Leute. Das ist so. Grenadiere, was brauchen Sie? Panzerbrecher hält sich bereit. Wie kann ich Polania dienen? Ach. Haben Sie eine Mission für mich? Ja, erstmal. Warum haben wir so viele Mechs her? Welche Befehle? Stabilisiert das Geschütz! Befehle? Okay. Wenigstens nicht wie auf dem Präsentierteller. Kanonen bereit! Hm. Grenadiere
habe halt ein ungutes Gefühl von hier unten. Wie geht's weiter? Wer's findet, das Sie behalten. Sagen, was Sie brauchen, okay, wir wollten und wir bauen es. Legen. Vergesst nicht, dass Sie hier liegen. Ihr werdet euch hier verstecken. Und dann, wenn sie kommen. Ich bin einsatzbereit. Ich sehe mir das mal an. Strasznik, einsatzbereit. Strasznik, rückt vor. Haben Sie eine Mission für mich? Ach, hier oben kann man. Hier vorne kann man sich auch noch hinstellen. Was brauchen Sie? Ich werde das aber lieber hier. Kanone bereit! Meine Waffen sind bereit! Ja, hier zu bleiben wäre sinnlos! Muss was erledigt werden? Ich überlege gerade. Macht langsam, Jungs. Nur keine Hektik. Ja? Alles voller Zeug. Wenn ich es nicht mitnehme, wird's jemand anders tun. Befehle? Lasst uns aufbrechen! Könnt ihr... Sofort! Ja, ja, ich würde gerne noch Ressourcen haben wollen. Hier ist halt überall nur Heilung. Erste... Oh, was? Okay, an die Front. Ich bin einsatzbereit. Wie kann ich Polania dienen? Befehle? Vergesst nicht, dass sie hier liegen. Lololo, ich glaube, die sind so. Wir sind im Handumdrehen da. Sie sagen, was sie brauchen. Sie sagen, was sie brauchen. Haben wir Zielfeuer? Bitte. Bitte. Lassen Sie hoch. Hallöchen. Du gehst mal. So. Es ist noch nicht vorbei. Hey, ihr da! Wo ist Lechkos? Wo ist mein Vater? Dein... Professor Dibowskis Tochter, natürlich. Er hat nie etwas von dir gesagt. Hätte ich Bescheid gewusst, wäre es anders gelaufen. Hey, willst du mir sagen, wo dein Onkel steckt? Er würde dich hier doch nicht alleine lassen. Wo ist mein Vater? Dein Vater hat mir nicht gesagt, was ich wissen wollte. Naja, etwas habe ich trotzdem bekommen. Hey, Süße! Du Dreckskerl! Wie sprichst du überhaupt mit mir? Weiter. Bereit zum Angriff! Ui, ui, ui. Okay. Machen wir uns bereit! Neues Primärziel erhalten. Primärziel abgeschlossen. Irgendwelche Befehle? Also meine Pioniere neue da. Befehle? Strasznik einsatzbereit! Panzerbrecher hält sich bereit! Muss was erledigt werden? Schlag den Gegenangriff Macht zurück. Langsam, Jungs. Nur keine Hektik. Ja, will ich, ja. Bereit zur Zielerfassung. Ich hätte gern mehr Pioniere. Das alles hier ist einfach nur Wahnsinn. Alles sowieso. Ein schrecklicher Wahnsinn. Da drüben. Wie viele sind das? Ohohoho. Ich wollte da gerade verminen. Oder besser gesagt. Zack. Fuck. Einheit mobilisieren. Nee, danke. Okay. Was ist denn? Das war so nicht, überhaupt nicht geplant. Oh, kommt der von hinten. Du, nach hinten, sofort. Du, da. Hilfe. Das muss man alles selber machen, was? Hilfe! Was brauchen Sie?
keine Zeit. Folgt mir. Oh, jetzt kommt er mit seiner dritten Welle. What the fu? Wir können nicht gewinnen und auch nicht fliehen. Wir gehen nirgendwo hin. Mut, Leute! Für Polania! Polania! Hilfe, sofort, positionieren. Müssen noch mehr Sandsäcke gewinnen. Ja, sofort, Hilfe. Okay, das sind nicht meine Truppen, das sind Alliierte. Drehen. So, auf den Mech. Mech-Angriff. Überladen. Hilfe. Au. Bob, viel Spaß. Der hat doch gar nicht volles Leben. Jetzt bist du fällig, Zuboff. Nein, ich passe. Feigling! Was machst du hier? Papa? Anna, ich wollte euch immer beschützen. Euch beide. Das hast du. Jemand muss Heinrich Steinmetz warnen in Kolno. Und du musst fliehen. Bring dich in Sicherheit. Wieso hat der Kolonel dich Professor genannt? Und was hast du? Wir müssen gehen. Hier sind wir nicht sicher. Hör zu! Wir teilen uns auf! Sie dürfen nicht alle auf einmal erwischen. Operation Hoffnung geht weiter. Der polanische Widerstand lässt niemanden im Stich. Polania! Ja, Polania! War Papa Professor Dibowski? Ja, schon immer. Dein Vater und Heinrich Steinmetz haben für Tesla gearbeitet, als er die Automaschinen entwickelt hat. Ich weiß nicht, was Zuboff von ihnen will. Wir haben erfahren, dass der Mistkerl auf der Suche nach ihnen war. Ich habe ein paar Männer geschickt, aber offenbar zu spät.
Warum hat mir niemand etwas gesagt? Niemand sollte es erfahren. Sie waren Ingenieure in der Fabrik weit vor deiner Geburt. Sie flohen, um ein neues Leben zu beginnen. Doch der Krieg hat sie eingeholt. Ich muss mit diesem Heinrich in Kolno sprechen. Er muss etwas wissen. Da wollen wir auch hin. Die Russwirts haben die Stadt von der Außenwelt abgeschnitten und wir wollen ihnen einen Besuch abstatten. Wenn du nicht fliehen willst, kannst du mitkommen. Du schießt gut. Aber zuerst muss ich Papa begraben. Tu das, aber mach schnell. Der Krieg wartet nicht. Okay, gut, dann war es das. Oh Gottchen, die Folgen sind immer so lang.